Und herzlich willkommen wieder bei Civilization 5 mit den Deutschen auf Schwierigkeitsgrad Kaiser. Ja, wir forschen gerade die Normbauteile, vor allem der Freiheitsstatue, die zuliebe, aber bisher ist eh niemand auf der Freiheit, da kann man das ja entspannt sehen. Aber trotzdem. Und falls danach irgendwann doch mal Einheiten kommen, gern hier und da schon mal Waffenkammern, Kasernen und alles erreichen. Errichten. Paar Aufnahmen wird schon gemacht, deswegen stimmt die Wortwahl vielleicht nicht, manchmal nicht ganz. Und du gehst zur Seite. Wartest ab, bis ihr das Aluminium habt und du kannst ja meinetwegen hier oben hingehen und da ein Zollamt errichten. Wir haben ja den New Deal, das hat unsere Aufbauten da deutlich mehr bringen, deswegen lohnt sich das, denke ich, auch. Und wir setzen unsere Abgeordneten ein. Zucker verbieten und Embargo schon. Den Schuschon ist mir egal, aber je mehr Luxusgüter verboten sind, desto komplizierter wird die Welt. Deswegen versuchen wir, dass Zucker noch erhalten bleibt. Was da, was konnte man da jetzt irgendwas zusammenbauen? Ah, das ist der Heron. Ja, beide großen Werke vom selben Typ sind, das sind beides Artefakte. Beide aus demselben Zeitalter und beide entweder aus der Zivilisation der Stadt oder aus anderen kommen. Achso, wir haben deutsche Antike und deutsche Klassik, deswegen ist es nicht ganz perfekt. Heißt, wir bräuchten entweder zwei andere. Die Frage ist, die haben österreichische Klassik, dann das würde, glaube ich, auch noch nicht hundertprozentig passen. Obwohl doch, warte. Wir haben ja Jerewan-Klassik. Wenn wir dann österreichische Klassik haben, müsste es passen. Also wenn wir mal das Amulett aus der deutschen Klassik abgeben. Gegen mal, dass ich es jetzt richtig kapiert habe. Dann haben wir hier österreichische Klassik. Genau, dann haben wir hier ein plus 2. Museum für Kriegsgeschichte Welt des Zeitalters Klassik. Nee, handeln immer noch nicht mit uns. Einfach nur die Route durch. Ihnen kam die meiste Kultur. Und beides gescheitert, was soweit in Ordnung ist. Eindeutig, ja gut, ohne unsere Stimmen hätten die den Zucker verboten. Und hier waren vor allem die Shoshone gegen ein Embargo, irgendwie verständlich. Daraus auch nichts geworden ist und du läufst hier schon mal zum Aluminium, soweit die das gesichert haben. So, ihr sollt ja in zwei Runden was bauen. Ich meine, sonst könnt ihr euch auch noch hier eine Burg bauen. Falls es doch mal noch enger wird, wäre schon ganz nett, die zu haben. Blau Marie. Gut, so aus Sicherheitsgründen könntet ihr euch auch noch eine Burg bauen. Ihr hier oben hattet die Stallungen fertig. Wollt ihr jetzt alle Burgen bauen? Nein, ihr baut ein Museum. Jetzt ein Vorschlag bitte, was Sinnvolles. Wir haben bisher eine Technologieunterstützung und dass halt große Kulturleute schneller kommen und dafür alle anderen langsamer. Ich glaube, wir haben eine der höchsten Produktionen mit. Ich hätte mal so gerne eine Weltausstellung. Das fände ich lustig. Oder die internationalen Spiele wären ja auch nicht schlecht. Sozialpolitik, ha? Aber was ist, falls am Ende doch irgendwer anders gewinnt? Oder wir versuchen, unsere Religion als Weltreligion durchzudrücken. Das ist auch immer wieder lustig. Müssten wir nur sehen, dass wir möglichst noch mehr Stimmen bis dahin zusammenkriegen.
Ja, wir versuchen einfach mal unsere Religion durchzudrücken. Und da, die Ägypter sind dabei, den Krieg zu verlieren. Ja, die Japaner, mit denen sind wir jetzt natürlich auch nicht mehr ganz gut zu sprechen. Dabei haben wir die doch extra letztes Mal zum Gastgeber gewählt, aber inzwischen... Naja, wie sich die Dinge eben verändern. Und klar ist niemand begeistert über unseren Vorschlag, ich verstehe es ja. Aber vielleicht können wir den irgendwie durchdrücken, wenn die sich womöglich alle auf den anderen Vorschlag konzentrieren. Das kann schon ganz lustig sein. Keine Aufgabe ist wirklich schwierig, solange man sie in einzelne Schritte aufteilt. Ach, ein Forschungsabkommen ist durchgelaufen. Ich habe mich gerade schon gewundert, warum... ja, die Normbauteile plötzlich durchhaben. Wenn ich jetzt sage Panzer, dann gehen wir dahin. Oh, die holt auf jeden Fall schon mal zum Dynamit auf. Gut, jetzt sind wir quasi eine Runde vor der Zeit, aber... ja, na gut, so wichtig ist die Burg für euch jetzt auch nicht. Freiheitsstatue dauert lange genug, baut die auf jeden Fall. Weil mit der Freiheit hat man sowieso eine ganze Menge Spezialisten. Ja, den Kreml. Wenn jeder Spezialist dann nochmal eine Produktion bringt, das kann schon mächtig werden. Ich hoffe, dass ihr euch irgendwann mal dazu neigt, euch diese Aluminiumfelder zu holen. Kriege mögen mit Waffen ausgetragen werden. Also ihr geht hier ja weiter, vor allem auch nach Gold. Wenn wir unsere Religion als Weltreligion durchdrücken wollen, dann brauchen wir eine Menge von dem Gold. Naja, und deswegen können wir auch nicht unbedingt die Geländerpferde jetzt selber kaufen. Einfach darauf warten, dass die sich das irgendwann endlich holen. Gibt es hier eigentlich noch für einen Archäologen? Ach, natürlich, es gibt auch dieses Feld. Wenn ihr gerade frei seid, kümmert ihr euch mal darum. Vor allem mit dem New Deal, das bringt doch dann noch mal wieder so richtig Kultur ein. Wäre schon wichtig, wenn das bald mal gebaut wird. Bautrupp, ich frage mich halt, wo dieser äthiopische Siedler hin will, aber das, ich meine, das allermeiste hier ist doch inzwischen besiedelt. Hätte ich jetzt gesagt. Aber die finden bestimmt noch eine Ecke, wie hier vielleicht, wo sie sich dann doch noch niederlassen werden. Ravelle auch gut dabei, die Welt aufzudecken. Okay, ihr habt eure Burg fertig. Geht doch ruhig schon mal auf die Militärakademie. Landeinheiten hier, direkt mit möglichst viel Erfahrung rauskommen. Und wie läuft es hier in so einem Krieg? Und dann steht er zumindest noch nicht angeschossen, aber die sind nicht so stark. Das könnte hier sehr düster ausgehen für die Ägypter. Aber immerhin haben wir dank unseren Kundschaftern mal ein wenig mehr Landinformationen darüber, was da so abgeht. Ach, leider ist das goldene Zeitalter bald vorbei. Ja, jeder, der eine Religion hat, ist natürlich davon beunruhigt, von unserem Vorschlag. Wie nah kann man irgendwie nachvollziehen, aber trotzdem, ich hoffe, die stimmen jetzt nicht alle gegen uns. Wenn man sich das so anguckt, ist Hamburg, glaube ich, mit 30 die größte Stadt der Welt. Sehr schön. Der sogar halbwegs auch schon auf dem Weg in Richtung 31 und dank dem guten Straßennetz der Archäologe direkt darunter. Du hast das Aluminium gemacht. Ah, dann kannst du jetzt da irgendwas Schickes hinbauen. Handelsposten zum Beispiel. So, ihr holt euch vielleicht sonst auch mal, wenn hier Tech gestohlen wurde, auch eine Polizeiwache.
Ansonsten können wir gerne beibehalten, ist ja auch gut für den Tourismus. Es ist ja leider niemand bei der Freiheit, der noch mitmachen möchte. Dann braucht man die offenen Grenzen, um wenigstens halbwegs das da alles reinzukriegen, nicht zu viel Malus zu kriegen und alles. Jetzt gerade ernsthaft, das Feld da zuerst geholt. Und Quebec würde einen Gold mehr bringen, dann fährst du da hin. Du buddelst hier. Und wir haben sogar einen Händler von Venedig erhalten. Es ist jetzt insofern lustig, weil der Stadtstaaten kaufen kann. Das ist lustig. Dass also irgendein Stadtstaat, der sonst nur rumnervt oder der für uns unerreichbar ist, einfach aufkaufen. Wenn wir uns zum Beispiel Almaty kaufen, hätten wir hier drüben plötzlich eine kleine Basis. Weißt du was? Du wirst da hinten hinfahren. Irgendwie schon lustig, dass man einen Händler von Venedig plötzlich kriegt. Wo ist denn jetzt? Ich sehe ihn gerade gar nicht. Aber er wird schon auftauchen. Gut, der Dschungel ist da schon noch in 3 Felder Reichweite. Vielleicht schon noch was reinbauen, wenn die hier noch Abneigung gegen das Aluminium haben. Schauen wir uns die Äthiopier an. Überraschungsangriff auf Köln. Hoch überraschend, wenn die erstmal hier durch das ganze Bergland müssten. Eine Flotte sehe ich gerade nicht. Okay, aber sagen wir mal, falls da was dran ist, können wir die Faustkeile auch mal in Rente schicken. Und wir bringen sonst hier eine Gatling, die praktischerweise von der Stadtstaat gerade geschickt wurde, rein. So, die Japaner beenden die offenen Grenzen. Oh. Wir wollen auch keine neuen. Na, immerhin, dann können die nicht zu sehr rumnerven. Jetzt habe ich langsam doch Bedenken, dass die in Frankfurt sich einfach nicht das Geländefeld holen. Dann kaufen wir es doch einmal. Nicht, dass am Ende ja die Japaner noch das ganze Aluminium kriegen. Das muss jetzt nicht sein. Ja, zugegeben, falls wirklich was dran ist, könnt ihr hier auch mal Stadtmauern errichten. Und ihr rüstet vielleicht auch ein bisschen auf noch mit der Burg. Falls die Äthiopier hier wirklich über das unwegsame Gelände sofort angreifen wollen. Ah, da. Der wäre auch wieder der Händler von Venedig. Der wird hier oben wohl irgendwo einen auf ein Schiff gehen. Dann darüber fahren. So, ihr geht sonst auch mal so ein bisschen auf Waffenkammer und Stadtmauern. Falls hier doch mal die Äthiopier wirklich angreifen. Ein bisschen nachsetzen. Holt sonst auch noch mal die Polizeiwache. Hier, der äthiopische Siedler will da irgendwo nach sonst wo. Wir haben hier oben auch noch unseren verbündeten Stadtstaat, der hat immer noch schon ein bisschen Weltkriegsinfanterie. Ja, zugegeben, man sieht schon ein paar Truppen an der Grenze. Also es ist wohl ganz gut, wenn hier und da hier die Verteidigung noch ein bisschen nach oben zieht. So, eine Zeitalter ist leider vorbei.
Wir kriegen 34% Tourismus von einer Stadt mit Funkturm. Das könnte mächtig sein. Kauf von Raumschiffteilen mit Gold. Das könnte später auch mächtig sein. Erhaltet 4 Einfluss zusätzlich pro Runde. Bei Standardgeschwindigkeiten. Bei Stadtstaat, mit denen ihr einen Handelsweg habt. Uiuiui. Das sind alles 3 ziemlich mächtige Sachen. Ich meine, wir handeln sowieso eine Menge mit Stadtstaaten. Müssten wir mal schauen. Dann brauchen wir Colombo, Quebec und Yerevan. Oder Quebec und Colombo könnten wir dann von der Liste streichen. Weil da ist erst dann unsere Agenten und dann könnten wir uns über Handelswege noch ein paar Stadtstaaten ziehen. Ich meine, das mit dem Tourismus plus 34% ist auch nicht schlecht. Aber das mit den Stadtstaaten, dann könnten wir vielleicht doch darauf hoffen, hier unsere Religion demnächst durchzudrücken. Als Weltreligion, was uns ja auch unter anderem Tourismus einbringen würde. Okay, und sonst zieht hier auch noch ein bisschen Burgen hoch und so. Nicht, dass da doch noch irgendwas dran ist an diesem potenziellen Angriff. So, Neuschwanstein. Wir haben Berge, wäre schon interessant. Und wenn wir die Eisenbahn haben, hätten auch die ganzen Bautrupps noch mal ein Stückchen mehr zu tun. So, und du hast dir ein Wahrzeichen, das mit dem New Deal halt jetzt auch schon jede Menge Kultur reinbringt. Memphis wurde eingenommen. Also wie Heliopolis. Also an einem Krieg mit Ramses habe ich echt kein Interesse, sorry. Die Ägypter werden sowieso gerade total überrannt von den Inka. Nanangareik? Weil Baumwolle, warum gebt ihr keinen Trüffel dafür? Nomange. Ich habe noch die Zitronen gebe, von denen wir nur einen haben. Die Leute wollen jetzt in letzter Zeit immer andauernd mehr haben. Liebe Franzosen, vernichtet die Ägypter doch. Da ist nicht mehr viel übrig. Ja gut, wir... Oh, wie groß ist die Armee der Äthiopier? Das ist wirklich ein bisschen ungesund, was die haben. Das ist wahrscheinlich echt das Gelände und unser Stadtstaatverbündete da oben, die uns ein bisschen schützen. Sonst baut hier ruhig hier und da schon mal ein bisschen militärischer, ein paar Burgen. Eigentlich würde ich jetzt halt das Geld am liebsten sparen. Gut, die Äthiopier machen irgendwas gegen uns. Aber das Geld sparen, um halt bei der nächsten Weltratssitzung unsere Religion, die sich immerhin in 1, 2, 3, 4, 6. 6 Städten als Mehrheitsreligion, hält zur Weltreligion zu machen. Finde ich lustig. Die Äthiopier wollen sich daran siedeln. Okay, da unsere Agenten sitzen, könnten sie auch die Wahlen manipulieren. Sehr gut. So, ihr habt eure Burg, auch eine Waffenkammer hinterher. Könnt auch mal eine Waffenkammer hinterher schieben. Freiheitsstatue gleich fertig, das ist natürlich dann auch wieder eine schöne Sache. Ja, ich glaube, der sieht, da geht in die Ecke. Sehr schön, das wird in den allermeisten unserer Städte die Produktion drastisch erhöhen. Jetzt ist Hamburg auch niemand mehr mit ständigem Produktionsmangel. So, wir kriegen eine Gratis-Technologie. Der Freiheit ist jetzt, finde ich, nicht mehr so viel Spannendes. Und könnten sonst zum Beispiel die Ästhetik doch noch durchzuhauen.
Wenn sie halt auch schon angebrochen ist. Noch ein lustiges goldenes Zeitalter, und da können wir nachher auch mit Glauben dann noch Spezialisten kaufen. Das ist eigentlich auch ganz nett. Ja, und sonst ihr baut auf euch ruhig eine Burg. Burgen, Waffenkammern, Militärakademien, Polizeiwachen. Also rüstet euch ruhig für unangenehmere Zeiten, die womöglich drohen. Weil wenn die Bautrupps hier fertig sind, könnt ihr ja Eisenbahn bauen. Ich glaube, dann kann man die auch automatisieren. Die können dann nicht mehr zu viel Unsinn anrichten. Das sage ich jetzt einfach so, aber... Naja, ich hoffe einfach mal, dass es so ist. Das Arbeitsboot, das Produktion aus München woanders hinbringt, nach Hamburg bringt, kann dann ja auch zu irgendeinem Stadtstaat Kontakt aufnehmen. Hier geht auch auf die Militärakademie. Und natürlich auch ein Zoo hochziehen, weil unsere Zufriedenheit ist auch nicht mehr so ganz endlos. Jetzt potenzielle Grenzstadt. Holt euch mal eine Militärakademie, dass neue Einheiten so viel Erfahrung möglich haben. Hey, unser großer Händler ist da. Muss nur noch ein Feld frei werden, wo er sich auch hinstellen kann. Und ich glaube, das war es bald mit den Ägyptern. Nett, dass wir jetzt auch was frei machen. Den Zug hatten wir noch gar nicht auf der Liste. Also, dann gehen wir einkaufen. Oder sollten wir doch eine Handelsmission durchführen? Und damit wären es auch unsere Verbündeten. Und da kriegen wir den Einfluss und eine ganze Menge Geld. Und wir haben da eh die Handelsroute gerade hin. Na komm, sonst mach eine Handelsmission. Wir sowieso auch verbündet mit Almaty und haben volle Kassen. Und demnächst alle Staaten aufzukaufen und unsere Religion durchzudrücken. So, ihr könntet vielleicht auch noch das Arsenal bauen, weil ihr jetzt eine Grenzstadt seid. Und ich glaube, das war's mit den Ägyptern. Schön nebenbei durch den Zucker haben wir hier noch ein paar Sachen gekriegt. Also ein schicken Nebeneffekt. Und unsere eigenen Leute zu Hause sind auch ganz froh über den Zucker. So, du bist hier fertig. Weißt du was? Du darfst ja mal Pause machen und dann gleich mit der Eisenbahn anfangen. Die Militärakademie, bounce, holt euch auch schon mal ein Arsenal. Die Verteidigung soll jetzt bitte langsam stimmen. Oder doch noch den einen oder anderen zu. Die Zufriedenheit auch noch stimmt. Die Sitzung ist noch ein paar Züge hin. Aber wir haben eine volle Kasse. Viele Verbündete und neue Schwanstein. Könnte man doch überlegen, ob wir das irgendwo zumindest in Auftrag geben können. Klar, Hügel hätten wir in Köln und in Frankfurt. Wenn ihr zumindest versuchen, es zu bauen, vielleicht kommt ja auf dem Weg noch irgendwo ein großer Ingenieur vorbei. Kann machen. Ah, viele Stadtstaaten zu ihren Verbündeten. So, jetzt riskiere ich es mal, den automatisch laufen zu lassen, weil ich davon ausgehe, dass die jetzt hier überall schon die Eisenbahn bauen werden.
Sonst gehen wir jetzt in Richtung der deutschen Panzer und versuchen, die großen Zahlen zu bauen. Stadion ist ein bisschen weit weg. Aber wir können auch neuen Fracht... Ach, ja komm, der geht dann nach Hamburg rüber und dann läuft er schon. Und wirklich, die haben da eine neue Stadt gegründet. So, und gleich kurz bevor die Sitzung ist, schauen wir mit unserem Vermögen, wie viele Staaten wir noch kriegen. Natürlich sein, dass wir mit der Eisenbahn bei der Hauptstadt anfangen wollen, weil wir das alle Städte, die an die Hauptstadt angeschlossen sind, kriegen, glaube ich, mit der Bahn 25% Produktion drauf. Großer Künstler haben wir hier. Das lässt sich, nee, lässt sich nicht kombinieren, dann. Dann passt das schon, dann lasst es ruhig da. So, na, alles wird nicht ganz billig, sonst baut ihr ruhig nochmal eine Börse, ein wenig Geld reinbringt und ihr holt euch auch nochmal das Arsenal. Dass zumindest die Defensive der Städte schon stimmt, ja, und ich glaube, der baut da oben oder hier irgendwo die Eisenbahn schon mal. Wenn du hier anfängst und dich darüber baust, und wenn ihr fertig seid, könnt ihr da oben irgendwann anfangen. Und ihr könnt einfach mal versuchen, an Neuschwanstein ranzukommen. Nebenbei, die sind ja schon auf Booten mit ihren Einheiten, das könnte ein gewisser Indikator dafür sein, dass das bald unangenehm wird. So, der Frachter geht nach Hamburg. Halten wir die weiter gesammelt da drüben. Holt euch auch schon mal ein Arsenal, falls ihr irgendwie eine Landung startet. Und ihr versucht einfach mal Neuschwanstein. Vielleicht haben wir ja Glück oder ein großer Ingenieur erscheint noch irgendwo. Ich meine, die ganzen Burgen, die wir so gebaut haben, wird sich dann ja auch noch mehr lohnen. Wo will er hin mit seinen Einheiten? Hier nur in seine neue Stadt? Oder... Wollen die gleich noch Stress machen? Schon lustig, da ist der große Ingenieur. Drei Züge, ja. Dann müssen wir riskieren, dass das läuft. Achso, das ist der neue Frachter. Ja, fahr hier ruhig zu einem schicken Start hin. Das läuft, ja. Und du wirst jetzt auch Eisenbahn bauen. Das ist das erste Teilstück fertig, dann mach einfach weiter. So, ihr hier oben. Natürlich euch auch nochmal ein Wasserkraftwerk gönnen. Und was ist abgelaufen? Chinansiktani. Teiko. Weiß nicht, warum wir inzwischen in der Welt so unbeliebt sind. Keiner will hier mehr handeln. Okay, ihr könnt gerne unser Eisen haben, wenn es nur das ist. Den Hund in dieser Zeit nicht mehr ganz so wertvoll. Hat er den Krieg erklärt? Okay, die Äthiopier und Franzosen gehen die Japaner an. Immerhin, dann gehen die nicht in unsere Richtung und prügeln sich da drüben ein bisschen. Und hier überall, vielleicht kommen wir da noch davon. Das fände ich ganz schön. Schon Flugzeuge da unten. Ah, ihr seid's. Das ist inakzeptabel. Wieder kein Mensch will mehr handeln. Na
Gut, sonst holt euch hier und auch ruhig Zoos also rein für die Zufriedenheit und alles. Militärstützpunkte nur, damit auch wirklich die Verteidigung das klappt. Und baut da die Eisenbahn weiter. So, wir haben demnächst Weltratssitzung. Dann gucken wir doch mal, welchen Stadtstaat wir noch freundlicherweise in unser Team bringen können. Euch zum Beispiel. In Malakka ist auch niemand. Den schönen Vorteil, dass man die dann sehr, sehr günstig kriegt. In Melbourne müssten wir ein bisschen mehr investieren. Aber das passt schon. 148, 43, 90, 119. Ja, die restlichen Staaten sind zum Teil sehr tief. Feindlicher Hand. Ich gehe mal pauschal davon aus, dass wir mit den Staaten die Power haben. Wobei, wenn sich alle zusammenschließen, dann wird das echt eng. Okay, was ist noch der günstigste Staat, den es gibt? 48, 91, 1991. Ja, mit 2000 Gold schaffen wir das. Ja, und wenn halt niemand mit uns handeln will, dann sehe ich jetzt auch keinen Grund, hier irgendwie Rücksicht auf die zu nehmen. Nicht deren Stadtstaaten übernehmen und sowas. Noch Schmuck für Kiew angeboten, die uns dadurch noch ein bisschen mehr mögen. Das ist doch eine Spezialeinheit, oder nicht? Die Luftfahrt war wieder in. Da war ein großer Schriftsteller da. So musste ich mich zur Lüge entschließen. Wir werden religiös, aber für uns sehr schön. Dann wird unsere Religion doch mal ein wenig bedeutsam. Und ihr, ja, 32% gegen berittene Einheiten, eine zusätzliche Sicht. Aber noch entferne ich euch, dann haben wir ein bisschen mehr Geld. So, ihr als Hauptstadt könntet auch mal nochmal eine Polizeiwache bauen. Und dann haben wir unsere 17 Stimmen und die anderen, wenn sie sich zusammentun, hätten mehr Stimmen. Oh, ich habe Feldideologie Ordnung, das wäre auch echt unangenehm. Aber wir gehen sonst erstmal auf den Protestantismus und versuchen das andere bei Zeiten dann aufzuheben. Sich ziemlich auf unsere Zufriedenheit auswirken. Gerade kein Interesse im Krieg mit Japan, die werden sowieso wahrscheinlich bald untergehen. Oh, 60 Öl, sehe ich das richtig? Ich sehe, ihr bewundert meinen neuen Damast. Soll Leute, keiner sagen, ich sei... für Luxusgüter tauschen, nicht dieses mit dem Gold oder so, das brauchen wir nicht. Und jetzt die Abstimmungsergebnisse. Ja, wünscht euch Trüffel, was sind die Ergebnisse? Weltideologie und Weltreligion. Beides durchgekommen. Naja, wodurch unsere Burgen natürlich auch deutlich besser werden. Was nicht schlecht ist. Also ja, das war 17 zu 11 und hier 10 zu 2. Gut, das heißt, man hätte nicht beides bekommen. So, sonst gehen wir hier weiter. Warum nicht ein goldenes Zeitalter und 33 Kulturen Städten mit Weltwunder. Wozu Köln ja jetzt auch gehört und Berlin hat ja auch schon 2, 3 so ungefähr. Und Kultur wirklich in sehr, sehr hohem Tempo rein. Und ihr baut euch erstmal noch das Arsenal.
Also, wir sind durch unseren verbündeten Stadtstaat schon ganz gut abgeschirmt, aber wir gehen auch nur mal sicher. Welchen Vorschlag? Wir haben natürlich noch zwei Abgeordnete, weil wir Weltreligion. Wir haben eigentlich mit einer der kleinsten Religionen. Jetzt einfach mittels der Macht der Stadtstaaten. Ja, wir sind sogar die kleinste Religion nach Städten. Finde ich gut, dass das jetzt Weltreligion ist. Das mit der Weltideologie Ordnung ist natürlich nicht schön. Und alle, die der Ordnung anhängen, kriegen dadurch nochmal zwei. Was im Prinzip uns nochmal ganz gut schwächt. Ich glaube, wir setzen uns dafür ein, das rauszunehmen. Und wie ich das kenne, wollen die anderen die Weltreligion zurücknehmen. So, die Shoshone und die Inka, ja, so langsam gehen da hinten alle aufeinander los. Nur hier auf unserem eigenen Pangea-Kontinent ist es noch schön friedlich. Wir haben zum Teil schon einiges an Einheiten jetzt, ne? Dank unseren ganzen Verbündeten sieht man das auch. Noch eine Handelsroute, auch wieder von den Österreichern. Bringt ja immerhin noch ein bisschen Gold rein. Ja, da war jetzt kurz vor Schluss noch ein Cut drin. Also die Handelsroute nach Almaty, voriger Weg, passt ja, weil unsere Spionensitze ja in Yerevan, Quebec und Colombo und überall anders gehen halt die Routen noch ein. Dank der Freiheit kriegen wir da halt massenhaft gute Beziehungen und du kannst nachher die Eisenbahn bauen. Aber ich glaube, die Folge war erstmal wieder lang genug und wir können gleich einen Cut machen hier hinten. Die Shoshone haben den Inka den Krieg erklärt. Die haben ja gerade hier schon die Ägypter überrannt. Ja, sind jetzt auch noch die Shoshone überrannt. Haben die langsam echt eine ganze Menge Land. Das muss man mal weiter beobachten. Ja, aber ansonsten dann an dieser Stelle erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Folge. Bis dann.